It would be easy, but no one said it would be that hard. Niemand hat gedacht, dass es leicht wird, ein Kinderspiel. Aber das hat mir auch keiner gesagt, dass es so läuft. Und tatsächlich ist es ja nur die erste herbe Geschichte. Es geht ja gleich so weiter. Jesus mit seinen Eltern durch namenlose Bürokratie in der Welt herumgeschubst. Wer schickt schon eine Hochschwangere so in der Gegend rum? Kurz danach geht es ja weiter. Sie müssen nach Ägypten fliehen, weil Herodes meint, aus Gründen des Machterhalts die Kinder, die Säuglinge massakrieren zu müssen. Also es ist schon ein steiler Start für diesen Jesus. Und es gibt wirklich viel Mist, der da läuft. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Könige, die Weisen, die kommen im Gepäck, diese vage Ahnung, dass die Welt auch besser sein könnte, als sie ist. Und Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und es gibt die Hirten, diese Helden der ersten Stunde, deren Gaben man ungerechterweise nicht genannt hat. Obwohl ich behaupten würde, dass Maria und Josef vielleicht mehr anfangen konnten mit Schafskäse, Schnaps und Oliven. Ja, ist gut, irgendjemand lacht. So was gedacht. Es ist immer beides. Es ist immer beides und es ist, wir hängen zwischen beiden, zwischen dem Schönen und dem Schweren. Auch bei diesem Jesus geht es ja genauso weiter, wenn wir gucken. Erst macht er seinen Eltern Sorgen, indem er irgendwann verloren geht. Und dann wird er, Luise Rinser sagt das jedenfalls, ein mieser Schreiner. Und ich halte es für ziemlich wahrscheinlich, ehrlich gesagt. So ein sensibler junger Mann, der so neunmal klug daherreden kann und so. Ich erkenne mich ein bisschen in den Liedern. Und ich habe zwei extrem linke Hände. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jesus wirklich nicht gerade die allertollsten Türen gefertigt hat und dass es ihm so viel Spaß gemacht hat, wie mir damals in der Grundschule textiles Werk. Und Luise Rinser sagt aber weiter, die Leute haben trotzdem Türen und Schränke und was weiß ich was bei dem gekauft. Vielleicht kamen sie sogar besonders gern zu ihm, weil er ihnen zugehört hat und Zeit geschenkt hat, weil er für sie da war und das eine Wort gesagt hat, was diese Macken in der Tür völlig ausgebügelt hat. Jetzt muss ich kurz überlegen, tatsächlich hänge ich gerade. Also es geht so weiter für ihn, zwischen dem Frohen und dem Schwierigen. Was dann kommt, ihr wisst es ja auch, es gibt die Eliten, die skeptisch sind, die misstrauisch sind, die neidisch sind, die eine Konkurrenz in ihm sehen. Und es gibt auf der anderen Seite die begeisterte, staunende Menge. Es gibt die inspirierten Jünger. Es wird Verrat geben, Verurteilung, Verspottung und den Tod am Kreuz. Und genauso aber auf der anderen Seite eine Veronika, die Mitleid mit ihm hat. Und die Frauen, die unterm Kreuz ausharren. Wohlgemerkt, nur Frauen. Aber wir haben jetzt über Jesu Leben gesprochen. In unserem Leben sieht es ja so ähnlich aus. Wie wir gesehen haben, wir müssen schlafen. Wir kriegen Pickel und Mundgeruch. Wir stehen auf der Autobahn und sind genervt. Und das sind ja noch die kleineren Dinge. Du warst nicht genervt. Ich war nicht genervt. Ich war okay. Nicht. Es gibt auch Menschen, die uns in aller Öffentlichkeit irgendwas Blödes unterstellen. Auch die gibt's. Das sind ja noch die kleineren Dinge. Wir sind ja auch manchmal, wir leiden an Dummheit, an Gier, an Rechthaberei.
Zum Beispiel dann, wenn wir uns mit unserem Bruder, mit unserer Schwester, mit anderen Leuten aus unserer Familie zerstreiten, unheilbar zerstreiten, weil wir eine Erbschaft machen und es um ein paar tausend Euro geht. Ne? Hochgerechnet auf 20, 30 Jahre, sich richtig gelohnt. Oder wir tun Dinge, für die wir uns selber nicht verzeihen können, die wir uns selber lange nachtragen. Und es gibt schreiende Ungerechtigkeit auf der Welt, Ausbeutung. Es gibt Menschen, die widerliches Wasser trinken müssen, komplett zugemüllt, so wie ich es im Sommer in Togo gesehen habe. Und es gibt auch die Momente, wo wir nicht so viel dafür können, aber zum Beispiel unter einer Krankheit schwer ertragen. Depressionen beispielsweise, andere Dinge. So wie der Vater von einem Freund von mir, der sich vor ziemlich genau 9 Jahren das Leben genommen hat. So ist irgendwie unser Leben. Manchmal sind wir im 7. Himmel und manchmal am Boden zerstört. Und dass dieser Jesus sich darauf eingelassen hat und es auf die harte Tour gelernt hat, das finde ich total tröstend tatsächlich. No one said it would be easy. No one said it be this hard. No one said it would be easy, but no one thought we'd come this far. Ich finde das wirklich eine Sache, die mich sehr bestärkt. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, man braucht niemanden, der einem erzählt, wie wir es vorhin gesungen haben, dass das Leben eigentlich total leicht ist und so, always look on the bright side of life und so. Ihr kennt das. Wir können auch sagen, das sind schöne Worte und man kann sich alles irgendwie schönreden, aber es gibt Dinge, die sind einfach Mist. Und ja, wenn man das sagt, ich stimme zu. Aber trotzdem, ich finde es trotzdem stark. Ich glaube an dieses Gute. Und okay, ich gebe zu, damals in unserer Abiturszeitung haben wir mich tatsächlich unter die 3 naivsten Menschen des Jahrgangs gewählt. Fand ich völlig absurd damals. Mit mehr Lebenserfahrung sage ich, okay, ja, vielleicht bin ich ein bisschen naiv. Das kann schon sein. Vielleicht war ich auch ein bisschen naiv, als ich Priester geworden bin. Zumindest idealistisch. Aber ich finde es trotzdem einen guten Blick auf diese Welt. Und ich finde es auch nicht weniger weit von der Realität entfernt, oder nicht weiter von der Realität entfernt, als die, die alles schlecht sehen. Ich glaube an diese guten Dinge. Und ich glaube, dass Menschen sich ändern können. Und dass auch mistige Situationen verändert werden können. Damals, als dieser Vater sich das Leben nahm, habe ich meinen Freund besucht, ein paar Tage nach Weihnachten. Und wir haben miteinander um Worte gerungen, haben geschwiegen und Bier getrunken, so Männerstyle halt. Und von vorne wieder. Und ja, selbstverständlich habe ich kein spektakuläres Wunder hervorgebracht. Ich meine, das ist schon eine fürchterliche Situation. Selbstverständlich nicht. Aber ich bin gegangen und habe in seinen Augen gesehen, er ist erleichtert. Seine Verzweiflung hat eine Form bekommen. Und er hat seinem Herz Luft machen können. Und er hat gespürt, er ist nicht allein. Und es ging weiter. Und seht ihr, so verstehe ich diese ganze Weihnachtsgeschichte. Wenn ich trösten will, dann muss ich mich dieser Geschichte auch aussetzen. Dann kann ich nicht in der Theorie bleiben. Dann muss ich mitleiden mit dem, der da ist und der sein Problem hat. Und dann kann das gehen. Und das finde ich bei unserem christlichen Gottesbild so stark. Bei dieser Person Jesu Christi so überzeugt, dass er eben da im Stall landet, in diesem zugigen Stall mit den stinkenden Tieren, in dieser vielleicht feuchten Krippe.
dem kannst du es abnehmen. Und der dann geht, bis, Ursula hat es gesagt, über verschiedene Etappen bis hin zum Kreuz. Das ist richtiges Engagement. Und das ist auch kein Gelaber, das sind keine schönen Worte. Da hat jemand bis zum Ende durchgezogen, wovon er mit jeder Faser seiner Existenz überzeugt ist. Und ich meine, dass wir in unserer Gesellschaft ganz oft in diese Richtung reden, dass es aber oft so ein bisschen dünne Rhetorik bleibt. So nach dem Beispiel, ihr kennt das vielleicht von Frauenzeitschriften so. Auf den ersten Seiten steht so, nimm dich an, wie du bist, steh zu dir, sei stolz auf dich und sowas. Und dann, wenn er so weiterblättert, so ab Seite 23, heißt es dann, Promi, Lara, x-beliebige, was stimmt denn nicht mit ihr? Sie kämpft mit ihrem Pfund. Ne? Was stand davor? Und am Ende vom Heft findet ihr dann die schönsten Kuchenrezepte, Buttercremetorte und Marinken und sowas. Ja. Ich halte mich da, wie gesagt, mehr an den, der tut, was er sagt. Und das ist für mich Grund meiner Hoffnung, wie auch für Paulus. Und von ihm habe ich euch ein Schriftzitat mitgebracht, in der Übersetzung von Klaus Berger. Ich suche es gerade. Das ist im 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Gott sagte einst, wo Finsternis war, soll Licht strahlen. Gott selbst ist das Licht in unseren Herzen geworden und hat uns seine strahlende Herrlichkeit spüren lassen, die im Widerschein auf dem Antlitz Jesu Christi leuchtet. Sie ist ein unermesslicher Schatz, den ich in meinem Leben wie in einem Tongefäß verwahre. Immer wieder gerate ich in Bedrängnis, doch nie in Verzweiflung. Ständig gerate ich in tausend Nöte, doch nie in Hoffnungslosigkeit. Ich werde verfolgt und bin doch nicht von Gott verlassen. Ich werde verleumdet und gehe doch nicht unter. Tagtäglich ertrage ich Jesu Leiden und Sterben am eigenen Leibe. Doch jedes Mal rettet mich sichtbar und offenkundig die Kraft des Lebens, die von Jesus ausgeht. Ist es nicht wunderbar? Er wollte Licht werden in unserem Herzen. Und diesen Schatz tragen wir wie in einem Tongefäß. Wir sind fragile Wesen, begrenzte Wesen, manchmal auch ziemlich beschränkte Wesen. Aber wir tragen diesen Schatz in uns. Und das ist das, was mich antreibt. Das ist die Vision, für die ich lebe, die ich sozusagen von Jesus abkupfere. Da fallen mir diese Worte ein von Fanta 4. Ich bin für dich da. Nein, ich bin wegen dir hier. Und eines ist klar, haben wir ein Ziel im Visier, dann gebe ich alles für dich. Mein Schweiß, mein Blut, meine Tränen, meine Wut, bis hin zu Trauer und Wut. Ich werde dir mein Leben geben, weil es nicht anders geht. Forder dich heraus. Mein Einsatz steht. Auch wenn's kein Kinderspiel ist. Und all das, finde ich, ist so wunderschön zusammengefasst in diesem Song von Sheryl Crow, den wir schon gesungen haben. Und die hat es auch geübt. Und ich frage mich, ob wir nicht den Refrain nochmal singen können. Sehr gerne. No one said it would be easy.
haben.